Hallo, da sind wir wieder. Und zwar heute mit Sascha von Camp Nation. Das ist mein drittes Interview. Vielen lieben Dank, dass du dir die Gerne. Zeit nimmst. Und zwar stellen wir jetzt quasi zusammen das Zelt von DeWaard vor. Der Sascha sagt die ganzen technischen Details und ich sage wie immer eigentlich so, was mir an dem Zelt auf den ersten Blick gefällt. Wir haben uns deshalb dieses Zelt rausgenommen, weil ich habe mir das, also ich habe das so gesehen, dann habe ich gesagt, ja, das ist super für eine Nacht oder für zwei Nächte zum Aufbauen. Und ich vermute, das Packmaß ist sehr klein und dazu kann Sascha jetzt was sagen. Ja, wir haben hier das Apollo 3 der Firma DeWaard. Ein Zelt aus 100% Baumwolle, 340 Gramm, ganz massiv und trotzdem eben mit einem kleinen Packmaß. Wir bleiben hier unter 20 Kilo im Ganzen, sodass es eigentlich in jeden Kofferraum, in jedes Auto passt, ist für zwei Personen gedacht, mit einem Durchmesser von 3 Meter und ist in 10 Minuten aufgebaut, weil wir nur eine Stange haben und den Rest nur abspannen müssen. Boah, das ist ja wirklich gut. Wie siehst du das? Alleine aufbauen auf jeden Fall, oder? Kein Problem. Kein Problem? Kein Problem. Weil du hast nur eine Stange, du spannst es kurz an den Seiten ein bisschen ab, fixierst es mit Heringen, dann drückst du eine Stange nach oben, damit du einen Tipi hast. Oh, super. Und danach wird nur noch weiter abgespannt und es steht. Perfekt. Könnte ich ja quasi Emma beibringen, die könnte dann immer das Zelt auf und abbauen. Das ist möglich, ja. Nee, ich muss sagen, ich habe das eben mal angefasst. Also 100% Baumwolle fühlt sich gigantisch an. Ja, Das ist. es ist so der Endgegner sicherlich im Zeltbereich. Ja. Viel mehr geht dann einfach nicht mehr. Und das Klima ist halt top. Also selbst im Sommer jetzt, wenn es dann wirklich warm ist, du hast komplett atmungsaktiv, du hast nicht dieses Schwitzen, was man so kennt, Okay. was es im Zelt schon mal gibt im Sommer, das fällt hier alles raus. Kannst du irgendwas zum Preis sagen, so ungefähr, wo wir uns da bewegen? Wir bewegen uns hier um die 1100 Euro für so ein Zelt. Aber es ist eben der Wahl, ne? Zelte fürs Leben ist der Ja. Slogan bei denen. Und so ein Zelt hält halt ewig lange. Wenn man das gescheit pflegt, passiert da nie was dran. Ja. Nee, und wenn ein Zelt kaufen, dann auch, wenn man sich für sowas entscheidet, was Richtiges und dann. Ja, es ist, denke ich, preis-leistungstechnisch ein massiv starkes Zelt. Ja, ich kriege ganz viel Qualität für einen fairen Preis. Ja. Natürlich sind es alles keine Schnapper mehr, aber es sind faire Preise. Ja, es ist Baumwolle, muss Genau. man dazu sagen. Und dafür habe ich ein Top-Ergebnis, ja. Ja. Ich gehe jetzt mal gerade hier rein. Oh! Das hört sich sehr laut an, es hallt so ein bisschen. Ja, es Das ist ist jetzt nichts interessant. drin, ne? Es ist Ja. nichts im Zelt drin, dadurch passiert das einfach. Ja, normalerweise Isomatte, Genau. Schlafsäcke, Würde alles den Schall etc. reduzieren, ja. Ja, und dann mit zwei Personen. Aber du hast hier vorne ein bisschen überdacht. Das ist ganz schön, vor allem wenn man rauskommt. Man kann sich hier drin quasi noch in Ruhe unterm Dach die Schuhe anziehen und kann dann direkt raus. Genau. Ja, hier ist Belüftung. Hier kann man auch beide Seiten so ein bisschen aufmachen, das heißt so ein bisschen Ich kann Luftzirkulation. querlüften, überhaupt kein Thema, funktioniert hier auch. Auch durch die Baumwolle. Und das Sonnensegel oben drüber eben oder als Regenschutz, Ja. sodass ich jetzt auch bei Regen das Zelt vorne öffnen kann. Ja, welches Material ist die Stange? Stahlgestänge. Stahlgestänge. Ja, da vorne ist noch so eine kleine. Und da ist noch so eine kleine Tasche. Quasi jeder hat noch so einen kleinen Organizer. Genau. Auch sehr schön. Ja, sehr schönes Zelt. Das Schöne ist, also hier bei diesen Tipi-Zelten, auch aus Baumwolle, ich finde, wenn man von drinnen guckt, ist es hier auch relativ dunkel drin. Also ich glaube, hier kann man auch super drin tagsüber schlafen. Das funktioniert. Bei den dunkleren Farben ist es klar, es ist Ja. dunkel. Hat mit allen Vor- oder Nachteilen, die so eine Farbe mit sich bringt. Das gibt es aber auch in anderen Farbtönen. Das Okay. ist deutlich heller. Das ist eine Geschmacksfrage. Welche Farbtöne habt ihr da? Es gibt das Ganze in Blau, in Grün, in Sahara und in einem Orangeton. Oh, sehr schön. Ja, ich finde immer, durch den Stoff sieht das immer ein bisschen aus, als würde man jetzt unterm Sternenhimmel stehen. Ja, das wird auf Ja. jeden Fall kurz gehen, ja. Ein sehr, sehr schönes Zelt. So, danke Sascha für die Gerne, Vorstellung des gerne. Zeltes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, abonniert Camp Nation. Der André wird alles unter dem Video verlinken. Und ja, wenn ihr mal Bock habt, die Zelte anzugucken und wirklich zu fühlen, fahrt nach Bonn. Genau. Da könnt ihr die Zelte anfassen. Das ist was total anderes, als wenn man das im Internet oder so sieht. Und ihr habt wirklich eine erstklassige Zeltberatung. Das ganze Camp Nation Team ist total freundlich und die beantworten euch alle Fragen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.